Hi, herzlich willkommen zurück. Runde Fortnite Battle Royale. Boah, Leute. Soll ich euch mal weiterziehen? Ich habe gerade eine Runde PUBG gespielt. Ist auch bei einer Runde geblieben. Nicht nur, dass ich unter den Top 10 war, habe auch meine paar Kills geholt. Hast du? Drei, glaube ich. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich ohne Body Armor gespielt habe. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Immer wenn ich anvisiert habe, gab es eine Sekunde Lag. Ich war nur geringfügig nicht erfreut. Irgendwann, ne? Wird das Spiel vielleicht mal richtig gut. Alter, du hast ja auch eine Reaktionszeit, wa? Okay. Der Kollege lässt mich laufen? Why? Er war hier drin, hat sich die Munition geschnappt und ist gegangen. Munition. Ich würde sagen, da ist er nicht drin. Gar keine Steps zu hören. Wo ist er? Das war der Typ, der gerade aufs Dach gesprungen ist und sich da reingebaut hat, als ich ums Haus geschlichen bin. Wo ich zu langsam war mit dem Revolver. Wollte ihm eigentlich ein Handy drücken. Er ist auf jeden Fall noch hier. Ich bin mir ziemlich sicher.
105, würde ich sagen. Das ist eine grüne. Wo bist du, mein kleiner Freund? Kann ihn nicht sehen. Na gut. Da ist er dran. Die grüne ist weg. Oder? Mist. Ja. Was haben wir denn hier für eine grüne? Grüne Autoschotti. Und der Keller ist auch noch nicht gelootet. Shotgun Money. Sonst ist hier nichts. Schauen wir nicht. Gut, dann gehen wir in die Zone. Jetzt habe ich endlich meine Sniper am Anfang und nichts gibt's. Keine Money. Hab ich ihn überhaupt schießen hören damit? Das ist sehr verwirrend. Da ist noch wer. Einer ist oben auf dem Dach. Er ist gerade oben reingesprungen. Hier sind noch ein paar Bandagen. Ich glaube, er ist immer noch oben drauf. Das Ding ist gelootet hier. Hat mich 100 Pro gesehen, oder? Oh, oh, Alter! Wenn das mal keine schönen Headshots waren. A4 und die Purple Auto Snipper. Dinge, die man nicht haben will. Das war aber auch, ey. Als der eine getroffen hat, gingen alle anderen auch direkt in den Kopf. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oder er war absolut, absolut low life und hat gerade einfach nur zwei Mana-Tränke genommen. Was ist das da? Helles. Ich glaube, es ist die Rückseite vom Auto oder so.
Ja, auch wenn Zone Damage jetzt nicht so gravierend wäre, ist es immer nervig. Man muss anhalten, muss sich hochheilen. Also Zone Damage ist halt wirklich nur schlecht, wenn man 100 HP hat. Irgendwo vor mir, Arthur. Noch einer auf dem Hof. Unterwegs. Da. Von rechts. In the city. Ich weiß, da links landet der Airdrop. Alles safe. Gut gemacht von ihm. Ich muss so weit laufen. Das ist echt scheiße. Glück habe, kann ich genau vor der Zone bleiben. Das Problem ist, ich darf mich jetzt nicht umdrehen. Ich habe halt spekuliert, dass ich den Mana-Trank da unten noch kriegen kann. Wenn ich den Typen schnell genug erledige. Aber nichts ist. Also wenn er nicht sofort losgelaufen ist, dann kriegt er jetzt richtig dicke Schaden.
Ach so. Hat nichts gebracht. Waren beide leer. Na gut. Was? Ach so. Oh, mein Fehler. Ich habe ja gerade alle Granaten verworfen. Nun gut, dann wollen wir uns mal den Berg hochkämpfen. Ich merke gerade, wie defensiv ich in Bezug auf Sniper bin. Ja, ein bisschen Baumaterial hat er dabei gehabt. Es sind noch 5 am Leben, so wie der da hinten. Der joggt. Tat aber nicht. Der baut sich da seine Festung zurecht. Ich baue mir hier meine zurecht. Und komm, hör doch auf mit dem Blödsinn. So. Wir haben den Kollegen da drüben. Wollen wir mal in Ruhe spotten, ja. Wir haben da einen. Da müssen wir noch mal rüber gucken. Ich sehe nix. Warte mal, bin ich denn jetzt eigentlich drin oder nicht? Ja. Yeah.
167er Headshot. Ja, meine lieben Freunde, das war auch ein schönes Ende, würde ich sagen, oder? Bis auf den vorletzten, da ignorieren wir mal ganz kurz, dass ich wirklich gar nicht drauf war und viel zu schnell geschossen habe, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist mein erstes Spiel heute. Runde. Fortnite. Battle Royale. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, danke für euren Support. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.